der 13., aber wir machen heute einen wirklichen schönen Glückstag für Sie. Also ich bin auf jeden Fall im Glück, denn in der nächsten Stunde oder auf die nächste Stunde freue ich mich ganz besonders. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich total über den Besuch von zwei Mentalisten, von Thomas und Vincent. Junge Hallo. Männer, Vielen muss Dank. Man ja wirklich sagen. Vincent, du bist der jüngste Mentalist in Deutschland, ne? Ja, einer der Jüngsten, ja. Wie ihr dazu gekommen seid und wie ihr uns heute vielleicht ein bisschen an der Nase herumführen werdet, darauf freuen wir uns alle sehr. Zwei Mentalisten. Was ist denn ein Mentalist? Also für mich ist es ja immer so ein bisschen, schon auch eine Art Zauberei. Also seid ihr Zauberer oder seid ihr schon Menschen, die ein bisschen mehr können? Also auch über den geistigen, über einen quasi schon spirituellen Weg. Also Mentalist heißt eigentlich übersetzt Gedankenleser. Hat aber nichts damit zu tun, dass wir jemanden anschauen und sagen können, du denkst an das und das und das, sondern unsere Fähigkeit ist es, die Menschen hinzuleiten, vielleicht an das zu denken, was wir wollen, Menschen Körpersprache zu lesen und natürlich auch ein bisschen Zauberei ist immer mit dabei. Aber hat es auch was mit Telepathie zu tun? Gehört auch dazu, ja. Also was ganz groß dazu gehört, ist die Intuition auch. Bauchgefühl, Intuition. Wir kennen alle diese Momente. Wir denken an eine Person, plötzlich klingelt das Telefon. Das hat, glaube ich, jeder mal erlebt. Und das ist so, ja, in diesem Bereich kann man das schon ansiedeln. Also auch manchmal Dinge, die man nicht erklären kann. Also beim Zauberer hat man immer das Gefühl, der kann seine Tricks dann irgendwie schon lüften, macht er natürlich nicht. Aber bei euch kann man es manchmal vielleicht wirklich gar nicht erklären? Ja, eben wie Thomas schon gesagt hat, diese Intuition hat eben eine große Rolle. Oder Déjà-vus kann man jetzt zum Beispiel auch nicht erklären, kann niemand so richtig erklären. Und trotzdem spielt das alles so ein bisschen mit rein, so dieses Bauchgefühl. Dieses Gefühl in einem, was jeder irgendwo hat, was man aber nicht erklären kann. Baut man wahrscheinlich schon in der Kindheit auf. Vielleicht habt ihr da auch ein besonderes Talent mit in die Wiege gelegt bekommen. Seit wann ging das denn so los, dass ihr gemerkt habt, dass ihr vielleicht über ein gewisses Talent verfügt? Naja, sind wir Zauberkünstler. Wir haben als Zauberkünstler uns kennengelernt. Ich habe eine Zauberschule, da ist der Vincent beigetreten damals. Und wir sind zusammen einmal in Urlaub gefahren und haben einen Mentalisten gesehen auf einer DVD. Und in dem Moment waren wir so gepackt davon. Und dann haben wir angefangen, das auszuprobieren. Und dann haben wir echt tolle Ereignisse erzielt, auch bei uns selber. Und dann haben wir natürlich das auf die Bühne gebracht, Step by Step. Und das war echt spannend. Jetzt seid ihr noch sehr, sehr jung. Das heißt, am Anfang eurer Karriere. Aber ist irgendwann mal der Weg, den man gehen möchte, vielleicht Vegas, vielleicht irgendwie wirklich die großen Shows zu bestücken und Menschen da so ein klein wenig zu beeindrucken? Naja, Ausland wird schwierig. Mein Englisch ist nicht so gut. Aber Flugangst hast du auch noch. Flugangst habe ich auch noch. Aber natürlich wäre es schön, na klar. Also was wir wollen, ist eigentlich so mal überhaupt so in Deutschland rumzutouren, in sämtlichen Städten, in Theatern zu spielen. Also wir lieben es, im Theater endlich zu stehen. Diese großen Hallen jetzt noch nicht unbedingt. Aber so Theater, 200 Plätze, 200 Zuschauer, das wäre schön, ja. Ja, Menschen lieben das ja auch, so ein klein wenig an der Nase herumgeführt zu werden. Das ist ja nun mal so. Und ich glaube, das ist auch ein toller Job, den ihr da habt. Weil ich glaube, jeden Tag aufs Neue macht es Spaß, oder? Menschen zum Staunen zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Also jeder Auftritt macht einfach nur Spaß, weil man ja nie vorher weiß, was eigentlich passiert. Geht alles gut, funktioniert jedes Experiment, weil es ist tatsächlich auch möglich, dass die Experimente auch schief gehen. Ah, okay. Ihr habt ein paar Experimente mitgebracht, wo ihr auch unter anderem meine Hilfe benötigt oder mich als Versuchskaninchen benutzt. Zeigt mal, was können wir zum Beispiel machen? Also wir haben ein Experiment mitgebracht, das zeigt eigentlich das Gedankenwesen auch mal deutlich. Und zwar habe ich einen Spielwürfel. Schau mal bitte, ob alle Zahlen drauf sind von 1 bis 6, dass da alles in Ordnung ist. Ja. Und gegenüber gibt es immer 7, wie wir es kennen. Glaubst du denn persönlich auch ans Gedankenwesen? Ja, ich glaube schon, dass sowas funktioniert. Das ist eine Frage, die stellen wir immer ganz oft, weil jemand, der daran glaubt, ist natürlich ein bisschen einfacher für uns, der nicht dran glaubt. Frauen aber generell glauben häufiger dran. Ich würde dich mal bitten, einfach gleich mal zu würfeln, dir die Zahl zu merken, die oben liegt, und dann deine Hand drauf zu tun, sodass wir nichts sehen können. Okay. Okay? Wir drehen uns beide natürlich weg. Und wenn du fertig bist, Zahl merken, Hand drauf, sagst uns Bescheid. Okay. Könnte das der Danny zum Beispiel mitspielen und ich könnte ihn probieren zu suggerieren, die Zahl einzusuggerieren? Wir probieren gleich mal was mit Danny noch. Wir probieren was. Wir fangen mal leicht an. Okay. Hand ist drauf? Hand ist drauf. Okay. Ich würde dich mal bitten, mal deine Hand zu geben. Die andere Hand. Mach mal die Faust. Konzentriere dich mal auf deine Zahl. Ja, es geht los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, was du gut gemacht hast, ist die Augen zu. Weil viele glauben immer durch die Augen, ne, zwinkern, blinzeln, könnte man das erkennen. Tatsächlich ist aber Körpersprache alles. Das heißt, auch dein Arm ist ja schon Körpersprache. Und du hast tatsächlich zwei Sachen gemacht. Du hast nämlich angefangen, bei einer Zahl, als wir an dieser vorbei waren, leicht mit den Wimpern zu zucken. Und gleichzeitig hat er aber auch den Arm gezuckt, nämlich bei der 4. Denkst du an die 4? Ja.
Schon wieder, ja. Schon wieder die vier. Wie am Anfang. Meine Lieblingszahl. Also kannst nochmal würfeln. Mach noch ein zweites Mal, damit wir auch beweisen können, es würfelt jetzt nicht nur vier in der Würfel. Einfach nochmal würfeln. Deine Hand drauf, wenn du fertig bist. Hast du? Ja. Zahl gemerkt? Ja. Okay, jetzt würde ich mal bitten, laut von 1 bis 6 durchzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sehr gut. Jetzt hast du absichtlich bei der 6 die Augen nach oben gezogen, ja, um mich zu irritieren. Das war sehr offensichtlich, weil du warst nämlich am Anfang, du hast gelächelt. Du hast immer mehr gelächelt, nämlich nach der 1 ging es immer weiter nach oben. Wahrscheinlich warst du erleichtert, als du an der 1 vorbei warst. Denkst du an die 1? Ich habe noch nicht mal gewürfelt. Ich habe die 1 einfach so aufgelegt, weil ich hier von Danny das gesagt bekommen habe. Ja, krass. Danny kann auch mal rüberkommen, weil bei Männern ist es schwieriger. Komm, und der ist, den für irgendwas zu überzeugen, das ist eh schwierig. Komm mal rüber. Ich würde dich bitten, auch noch mal zu würfeln. Und mach ruhig beide Hände drauf, ja, damit auch ausgeschlossen ist, dass wir irgendwas von der Seite sehen könnten. Also würfeln bei Zahlen merken. Also du machst es ernsthaft, drauf. Ja? Nee. Natürlich mache ich das. Wie soll man denn unernsthaft würfeln? Du schaffst alles. Beide Hände drauf, wenn du fertig bist. Du hast das doch gar nicht gesehen. Ich sollte es schon sehen, oder? Ja, du darfst deine Zahlen. Okay, hast du? Ja. Hände ist drauf? Mhm. Okay. Ich würde dich mal bitten, laut von 1 bis... Nee, ich zähle. Schau mich mal bitte an. Ich zähle. Okay. Männer machen manchmal gern, die versuchen auf eine andere Zahl sich zu konzentrieren, ja? Wirklich? Ja, ich weiß doch, dass du das probierst. Nein, ernsthaft. Ich habe irgendwas anderes okay. gedacht. Aber du kannst aber gern machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1 nicht. Okay, 2 auch nicht. 3, 4, mehr hier drüben. Also wahrscheinlich die 5 oder die 6. Du denkst an die 6, oder? Lass mal nach. Krass. Ja, jetzt... Nein, es war die 6. Ich, ja, das ist kurz und knapp. Kann ich das mal probieren? Danny, würfel mal und ich guck nicht hin. Und du willst jetzt rausfliegen, wenn ich dir was ist? Ich krieg raus, was du hast. Okay. Alles drauf? Tatsächlich kann das auch funktionieren. Wir haben auch manchmal Zuschauer, wo das funktioniert. Ich guck wieder. Aber nicht traurig sein, wenn es nicht klappt. Okay. 7. Danny, zähl mal laut von 1. Zähl laut von 1 bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde jetzt auch die 1 sagen. Fast, das war knapp. Die 2. Mhm. Er hat nämlich gelächelt bei der 2. Er ging wieder wie bei dir, das Lächeln nach oben. Schau mal nach, die 2, oder? Ist es die 2? Krass. Aber du warst knapp dran. Ich wollte ja, aber ich war daneben. Also man steht als Sieger auf dem Treppchen oder nicht, oder? Ihr habt gewonnen. Knapp daneben, das ist ganz gut. Krass. So, gibt's noch Fragen? Nee, ich brauche jetzt erstmal so ein bisschen eine Ruhepause. Aber du begeisterst ja nicht nur uns, sondern Katrin sitzt auch wie gebannt davor, oder? Also wir sind natürlich immer noch alle ein bisschen geflasht davon. Kann man euch an der Nase aber auch herumführen? Du hast gesagt, es klappt nicht immer bei jedem. Also wenn ich mich jetzt wirklich so richtig probiere vorzubereiten, also mich durchschaut ihr, also ich könnte jetzt würfeln wahrscheinlich die nächsten 8 Stunden und ihr würdet immer die richtige Zahl wahrscheinlich finden. Aber gibt's Menschen, also wo es wirklich schwer ist? Ja, wie gesagt, bei Frauen ist es einfacher als bei Männern. Weil Frauen von Natur aus einfach offenere Menschen sind. Und wenn ein Mensch offener ist, zeigt die Mimik und Gestik viel, viel mehr, gibt der Körper viel mehr Preis. Mhm. Bei Männern ist es schwieriger. Und bei Kindern zum Beispiel ist es fast unmöglich, weil bei Kindern dieses Verständnis dafür, dieses komplexe Denken erst so mit 8 Jahren losgeht. Ja, okay. Wie viel muss man üben? Also ist es auch eine Übungssache, dass man sagt, also Training und so ein 8-Stunden-Tag, den andere vielleicht im Büro sitzen, verbringt ihr eher, um ja, eure Gedanken zu ordnen? Also die größte Übung ist eigentlich beim Publikum. Also selbst das ist ja immer wieder Übung für uns, weil wir in diesen Momenten ja mitbekommen, wann geht's schief? Warum geht das gleich schief? Und wir daraus ja lernen. Wenn wir es natürlich bei uns selber machen, ist es natürlich, ja, wir kennen uns ja schon jetzt so lange und es ist natürlich, wir können an uns das gar nicht mehr testen eigentlich. Also einen Mentalist, den anderen Mentalisten zu überzeugen, das ist natürlich wahrscheinlich wirklich hardcore, ne? Ja, vor allem, man kennt ja auch so eine Beziehung, wenn man sich halt kennt, ne, dann kennt man sich ja auch schon viel intensiver. Und unsere Aufgabe ist ja im kurzen Moment die Leute kennenzulernen, in dem kurzen Moment Sachen zu machen, die Partnerschaften sicherlich auch könnten, wenn sie sich drauf einlassen, ne? Ja, es hat was mit Erfahrung, es hat was einfach mit Einlassen zu tun. Deswegen sage ich ja auch, es ist schon auch was Spirituelles, weil ich denke, ihr geht dann schon auch in so eine Art Meditation in vielen Erlebnissen oder auch in vielen eurer Übungen, wo man wirklich auch diese Ruhe braucht, um zu begreifen, was passiert da in den Gedanken. Das auf jeden Fall. Also ja, kann man gar nichts anderes sagen. Konzentrieren müssen wir uns auf jeden Fall. Also, wir nennen es eher Konzentration mehr. Aber es kommt für den Zuschauer auch so rüber. Ich meine, das ist, jeder nimmt dann aus der Show das, was er halt entnehmen möchte. Also ich bin total beeindruckt und deswegen sage ich auch jetzt an dieser Stelle schon zum allerersten Mal, googeln Sie Thomas und Vincent doch einfach mal, die Mentalisten, denn die haben eine ganz toll gemachte Homepage und da steht auch drinnen, wo man euch erleben kann. Ihr wollt im Grunde genommen Deutschland erobern und vielleicht sogar noch über Deutschland hinaus, aber die Chancen, glaube ich, stehen gut, weil ja diese junge Dynamik, also ihr seht auch so locker, so easy aus, also nicht irgendwie Glitzer, Glamour oder sonst irgendetwas, sondern so natürlich eigentlich.
Das ist eigentlich der Punkt, den wir eigentlich immer angestrebt haben. Wir wollen eigentlich immer persönlich bleiben. Das heißt, wenn wir auf die Bühne gehen, sind wir genau Thomas und Vincent, so wie wir auch privat sind. Also die Leute erleben uns eigentlich keine andere Show von uns, sondern wir sind wirklich so, wie wir sind. Mhm. Dadurch, dass wir von den Leuten ja auch erwarten, ihre Gedanken mit uns zu teilen, finden wir es nur fair, auch unsere Gedanken zu teilen, unsere Vergangenheit zu teilen, unsere Geschichte zu teilen, wie wir uns kennengelernt haben, damit einfach dieses familiäre Gefühl in der Show auch aufkommt. Mhm. Und da fühlen sich die Leute wohler. Und da zeigt auch, da sind sie offener und da zeigt eben am Ende die Mimik und Gestik mehr. Habt ihr noch was mitgebracht? Ja, ich habe noch was. Wir waren ja gerade mit dem Würfel. Da ist man ja eingeschränkt auf eine Zahl zwischen 1 und 6. Ich habe jetzt ein Kartenspiel mitgebracht mit 52 Karten. Das heißt, wir haben jetzt eine Auswahl von 52. Und den würde ich mit dir machen. Das ist ein Kartenexperiment. Und ich würde dich erstmal bitten, an irgendeine Karte zu denken. Frei. Eine, die in den Kopf kommt. Ja? Ich mache das auch. Und ich werde jetzt meine Karte raussuchen, okay? Ich würde dich bitten, das Gleiche auch zu tun, deine Karte rauszusuchen und sie auch verkehrt rum auf den Tisch zu legen. Na? Wo ist sie denn? Genau. Wir machen das Kartenspiel in die Mitte. Leg's ruhig mal ein bisschen hin, dass wir den Überblick behalten, dass wir das trennen können. Und zwar ist jetzt deine Aufgabe, mal bitte meine Karte zu nehmen, die ich mir ausgesucht habe, ohne sie dir anzuschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sie irgendwo ins Deck zurückzustecken. Ganz ruhig, alles gut. Was denn? Schau sie dir nicht an. Ach so, ja. Okay. Genau, und das Gleiche machst du jetzt mit deiner Karte. Ich möchte die gar nicht anschauen, gar nicht anfassen, deine Karte. Steck auch die bitte zurück ins Deck. Okay. Genau. Du darfst das Deck durchmischen, wenn du möchtest. Ich möchte nichts berühren. Das ist jetzt auch der Unterschied, den sieht man jetzt zur Zauberei. Wenn es jetzt ein Zaubertrick wäre, würde ich wahrscheinlich das Kartenspiel nehmen, irgendeinen Griff machen, versteckten Griff und so die Karte rausbekommen. Ich möchte nichts anfassen. Du darfst alles durchmischen. Ist fair? Alles gut? Okay. Dann nehme ich jetzt das Kartenspiel. Und würde dich mal bitten, an deine Karte zu denken. Okay? Okay. Machst du das gut? Sehr gut. Darf ich kurz fragen, ob meine Kollegen wüssten, welche Karte ich gezogen habe? Nur so spaßeshalber? Du meinst, ob ich es gesehen habe oder ob ich es erahne? Oder so? Ob du es erahnen würdest? Ich glaube, ich habe was gesehen. Ach so, dann frage ich dich nicht. Das ist keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Ich lege mich fest. Okay, ich glaube, das ist deine Karte. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich dir ein bisschen zeigen möchte, wie weit Bauchgefühl gehen kann. Denn deine Aufgabe ist es jetzt mal, meine Karte rauszusuchen. Boah, jetzt bin ich aber total unter Druck, ne? Ich hab die ganze Zeit gehofft, dass das nicht kommt, ja? Jetzt, dass du mal dieses Gedankenlesen, dieses Gefühl, diese Intuition mal am eigenen Leib erfährst. Und zwar werde ich jetzt versuchen, meine Karte dir zu senden. Und ich möchte, dass du dann durch die Karten gehst und bei einer Karte wird dein Bauchgefühl sagen, deine Intuition, die ist es. Und einfach darauf vertrauen. Bleib beim ersten Gedanken. Ja, aber könntest du mir jetzt bei jeder Karte doch dann auch sagen, oder? Achso. Du legst sie verkehrt rum auf den Tisch, so, okay. Damit ich nicht aus Courage dann sagen kann. Okay, dass es, okay. Genau. Vertraue einfach deinem Gefühl, dem ersten Gedanken, weil meistens ist der erste Gedanke immer der richtige. Ja, ich hätte einen ersten Gedanken gehabt, den hätte ich aber jetzt zu krass gefunden, deswegen habe ich mich für den zweiten Gedanken gerade entschieden. Was dein Gefühl sagt. Also ich entscheide mich jetzt für diesen Gedanken. Auch verkehrt rum hinlegen? Ja, also das ist aber so schwierig, also wenn man sowas gesagt bekommt, ich sag dir ganz kurz, was ich für ein Gefühl habe in dem Augenblick, ich bin natürlich völlig unter Druck und habe jetzt erstmal diese Karten komplett angeguckt und hatte gar keine Ahnung und habe jetzt eigentlich eine genommen, aber das wird ja wahrscheinlich dann schon mein Bauchgefühl gewesen sein. Okay. Toi, toi, toi. Hast du ein gutes Gefühl? Ja, ich habe jetzt, auf einmal habe ich ein super Gefühl. Okay, hast du auch so im Alltag ein gutes Bauchgefühl? Ja, normalerweise schon. Okay, wir fangen mal mit deiner Karte an. Das weiß ich. Das ist jetzt spannend, ob ich es auch weiß. Bei deiner Karte habe ich gedacht, du hast eine Herzkarte gezogen, schon von vornherein, weil das ist bei Frauen meistens so. Das ist so, daraus lernen wir auch. Ich dachte immer, ich hätte zu viele männliche Hormone in mir, aber ich bin dann doch wahrscheinlich eine Frau. Ja, Frauen nehmen meistens so die Herzkarten. Das ist das Erste, was einem in den Kopf kommt. Und auch ganz oft eine Bildkarte, wo viel auf der Karte drauf ist, die man gut wiedererkennt. Und deswegen habe ich mich für den Herzbuben entschieden. Ist das deine Karte? Ja.
Du hast gesagt, du hast bei mir auch ein gutes Gefühl. Mhm. Ich bin auch bei Rot geblieben. Ich bin jetzt auch ganz beruhigt, weil ich habe, du bist, stimmt, aber kein Herz. Nee, ist schon. Ich habe kein Herz genommen, ich habe Karo genommen, aber auch keine Bildkarte, aber schon ein bisschen höher. Ich habe meine Lieblingszahl genommen und zwar die 8, die Karo 8. Das war meine Karte. Deswegen können wir mal, ja. Dein Bauchgefühl. Mensch, Andrea, du solltest auftreten. Das ist super. Wirklich, sehr gut. Mit uns auf Tour. Ja. Krass. So, ich glaube, jetzt sollten wir weitermachen. Ja, wie geht's denn eigentlich weiter im Text? Ach, wir verlosen heute etwas. Toll, also ich habe euch vor der Sendung schon gesagt, ich bin ja für ganz schnell begeistert von Dingen, die mich wirklich begeistern. Und dann bin ich wirklich oftmals sprachlos und ich finde sowas ganz toll. Also ich könnte das stundenlang machen. Wirklich solche skurrilen Dinge und man kann es irgendwie nicht erklären. Es ist ein Talent, es ist vielleicht auch irgendwie eine Zauberei. Ich will es gar nicht wissen, weil das ist ja das Schöne dran, sondern einfach dieses verblüfft zu sein. Und diese Verblüffung einfach mal im Raum stehen zu lassen. Ich komme gleich wieder zu euch. Das willst du dir auch nicht entgehen lassen. Ne? Immer näher rutscht da dran in diese Runde. Aber das ist einfach wirklich dieses Tolle. Thomas und Vincent sind heute bei uns im Studio. Zwei junge Mentalisten. Und ihr habt uns schon beeindruckt. Also ich fand das jetzt gerade auch mit den Karten wieder großartig. Muss man ja wirklich sagen. Man kann euch im Internet finden. Also das kündige ich jetzt wirklich gerne nochmal an. Unter Mentalisten Thomas und Vincent. Und da gucken Sie ruhig mal vorbei, wo man euch auftreten sehen kann. Denn da gibt es wirklich, also hier ist die Internetseite. Und es ist wirklich auch mal ein toller Event eigentlich, bei sowas vorbeizugucken, um sich wirklich mal in diese Illusionen zu begeben. Ja, Illusionen. Wie viele Tricks, kann man das sagen, habt ihr so parat? Wie viele Tricks muss man auf Lager haben, um überhaupt auch das Publikum so zu begeistern? Einige dauern ja ein bisschen länger. Ja, es ist ganz schwierig zu sagen, weil ich meine, am Ende ist es immer, es passiert ein Effekt am Ende, ne? Also es passiert irgendein Effekt und wir versuchen das natürlich nur so mit irgendwelchen Geschichten zu erzählen. Wie Vincent schon sagte, mit unserem Hintergrund, uns Vergangenheit zu erzählen und damit verbinden wir unsere Effekte. Ja. Und dadurch ist die Vielzahl sehr unendlich. Man kann ja aus jedem Effekt 100 andere Sachen machen. Wie ein Zauberer quasi ein etwas verschwinden lassen kann, gibt es 100 Möglichkeiten. Ja, toll. Ich habe hier immer noch einen Zettel in der Hosentasche und das war eine kleine Vorbereitung. Ja. Vor der Sendung habt ihr mir eine Frage gestellt, habt gesagt, es dauert ein bisschen, ja, bis man sich was hat einfallen lassen. Und den Zettel, den habe ich dann zusammengefaltet. Oh. Wir haben sogar auch noch gefilmt, wie das Ganze dann vonstatten gegangen ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Also, dass da nichts mit doppeltem Boden oder sonst irgendetwas war, sondern hier steht im Grunde genommen ein Ereignis, wo ihr mich gebeten habt, das niederzuschreiben, an das ich mich erinnere und in welchem Jahr das war. Genau. Und ganz wichtig war, ich weiß, dass ihr es wahrscheinlich jetzt rausfinden werdet. Es ist schwieriger, weil wir haben es ja schon gesehen, der Würfel hat eine Chance der 1-6. Die Karten haben 52 Möglichkeiten. Na, hier aber hier geht es um was Persönliches. Ja. Und das ist schon ein bisschen schwieriger. Könnte gehen? Ah, so. Wenn nicht. Ich habe es ja gerade erklärt. Da. Ah ja, genau. Da habe ich es aufgeschrieben. Da erzähle ich, glaube ich, gerade, okay, kein doppelter Boden, nichts dahinter. Und habe seitdem diesen Zettel auch nirgends mehr woanders hingegeben. Ich habe es ihm auch niemandem gezeigt. Dir zeige ich ja normalerweise immer gerne alles. Ja. Aber den Zettel hast du auch nicht zu Gesicht bekommen. Nee. Und ihr habt gesagt, okay, steck ihn ein und in der Sendung lösen wir es auf. Genau. So. Wichtig war der Punkt, dass du es niemandem gesagt hast. Niemand. Dass wirklich um was geht, was nur du jetzt weißt. Und wir fangen an mit der Jahreszahl. Genau. Ich hatte davor natürlich auch so ein paar andere Gedanken. Genau, du hast ja ein bisschen... Genau, aber habe mich dann für eine Sache entschieden. Na, ganz typisch, was viele immer machen, ist immer Hochzeit, Kinder. Genau, war bei mir auch am Anfang. Ich habe erstmal an eine Hochzeit gedacht, letztes Jahr, bei der ich teilhaben durfte und so. Und das war einfach ein toller Moment. Wichtig war auf jeden Fall eine Sache, die wir einfach nicht so ergoogeln, also jetzt nicht recherchieren konnten, woran du jetzt denken wirst. Ne? Nee. Also, deswegen möchte ich mit der Jahreszahl anfangen. Ich habe mit der Würfeln das ja schon gemacht. Jetzt gehen wir einen Schritt, das ist eine größere Zahl. Denke doch mal am Anfang bitte an die erste Zahl. Da gibt es ja noch zwei Möglichkeiten. Entweder ist es die 1 oder die 2. Ja? Bei der 1 wäre es die 9 danach, ist die 2. Du denkst an das Jahr 2000, auf jeden Fall irgendwas über 2000. Deswegen ist die zweite Zahl ja auch die 0. Weil weiter sind wir ja noch nicht. Doch. Ach nee. Ja. Okay, jetzt die letzten zwei Zahlen. Ja, stellst du mal bitte in deine Augen. Du lässt dich sehr gut drauf ein. Das ist das Schöne daran, an dir auch, dass du dich so gut drauf einlässt. Weil dadurch erlebst du selber sehr intensiv das Ganze. Und stell dir mal vor, die letzten zwei Zahlen, die sind jetzt vor dir. Ganz, ganz klein und ganz, ganz weit weg. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und in Gedanken, nur in Gedanken, läufst du an diese Zahl heran.
an diese Zahl immer heranlaufen und die wird immer größer und größer und größer. Und wenn die Zahl ganz, ganz groß ist, öffnest du wieder die Augen. Okay, sehr gut. Du denkst auf jeden Fall an eine Zahl über, also die dritte Zahl ist schon mal die 1 und daneben ist nicht die 1, aber was, du denkst an 2010. Stimmt das? Ist das richtig? Ja. Gut, Vincent, dann kannst du weitermachen. Ich hab dir okay, dann Vincent. Jetzt geht es um das Ereignis. Ich will das Ereignis versuchen herauszufinden, was 2010 war. Kannst du dich gedanklich in das Ereignis zurückversetzen? Ist das möglich? Kannst du dich da zurück in diese Erinnerung zurückfühlen? Ja, ja. Okay. Dann würde ich dich bitten, mal dir vorzustellen, dass du in diesem Ereignis nochmal teilnimmst, die Umgebung dir vorstellst, was war da los und dir einfach vorstellst, dass ich in dieser Umgebung mit drin sitze und dich beobachte. Mhm. Und ich sehe, es fällt dir sehr einfach. Okay, ja. Weil normalerweise fällt das den Leuten immer schwer, mich dann mit, aber es fällt dir ganz sehr einfach. Also muss es ja, ich merke es, was vertraut ist und es ist auf alle Fälle was Positives, weil du lächelst die ganze Zeit, das ist was Positives. Ich, ist was vertraut. Ich habe das Gefühl, es hat irgendwas mit jetzt zu tun, mit dem Studio auch, dass dieses Studio so vertraut gerade. Denkst du an diese Sendung? Denkst du an Leichter Leben, an den Start von Leichter Leben 2010? Ja. Ja? Und das hat man dir wirklich ganz gut angesehen, weil du machst die Sache hier mit Herz und du strahlst. Ja, ich liebe das. Also deswegen, ihr habt mich nach einem Erlebnis gefragt, an das ich immer wieder gerne zurückdenke und das gehört mit Sicherheit zu meinem Leben dazu und ich fand das so passend. Also habe ich mir gedacht, aber es gibt auch 100 andere Möglichkeiten. Ja, es gibt tausende andere. Ja, ich hätte euch 2010 noch mindestens 4 andere Ereignisse nennen können, aber ich habe mich eben passend dafür, ungelogen, dafür entschieden. Der Start der Sendung Leichter Leben im Jahr 2010. Wie gesagt, der hat uns sehr gut angesehen, weil du es mit Herz machst. Das ist so wunderbar, dass ihr hier seid. Ich habe den Danny noch nie so still und sprachlos erlebt. Kommt bitte wieder. Danke. Ja, vielen Dank auch natürlich für die Einladung. Krass, ne? Ja, was ich interessant fand, war, dass er auch die ganze Zeit. Also am Schluss habe ich es dir, glaube ich, leicht gemacht. Entschuldige, am Schluss habe ich es dir leicht gemacht, weil ich glaube dann. Aber woher sollte er wissen, dass es darum geht? Ja, ich entnehme dann immer mehr. Wenn ich so merke, ich bekomme Zustimmung von dir, dass es vertraut ist, dass du lachst, dann wird es einfacher für mich. Dann klar. Genau, und ich hab mir erst überlegt, will er damit was offenlegen? Oder will er dadurch was rausfinden? Weil es könnte ja auch sein, dass das als Magier will man ja seine Möglichkeiten oder wie man das etwas macht, nicht transparent offenlegen. Und das hat er ja eigentlich gemacht. Oder du lächelst. Also er hat ja auch beschrieben, woran er bei dir erkennt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Mhm. Ob das jetzt Teil davon war oder ob, also es ist... Das ist kein Geheimnis, das ist Körpersprache, das kann jeder von uns. Ja, Menschen schauen ja auch alles. Ja gut, also. Aber das wird halt 2010... Hier in diesem Studio, das wir waren noch nicht mal hier. Wir waren noch nicht mal in diesem Studio, aber es war eine ähnliche Situation, eine ähnliche Sendung. Also von der Energie, von der Stimmung. Die Sendung war auch morgens. Ja, aber der Weg war doch, du lächelst immer mehr und das scheint dir etwas Schönes für dich. Ja. Du fühlst dich wohl. Ja, aber es hätte ja tausend andere Sachen sein. Deswegen. Und trotzdem wusstet ihr, es ist der Start der Sendung. Wie oft passiert es euch, dass wirklich Menschen danach, nach den Sendungen, nach den Shows zum Beispiel auch zu euch kommen und euch bitten und betteln zu sagen, wie macht ihr das? Ich möchte das auch gerne machen. Das ist ganz oft und wir lieben es. Das sind die Momente, die lieben wir an unserem Job. Wenn wir irgendwo privat stehen, da auf einer Geburtstagsfeier oder Hochzeit, was wir ja ganz, ganz oft machen, oder im Theater, wenn die Leute nachher zu uns kommen, wir sind ja sofort da für die Leute. Das heißt, wir packen nicht zusammen und hauen ab, sondern wir werden oft noch zum Essen eingeladen, dann quatschen wir mit den Leuten und das ist so schön einfach, weil wir einfach Menschen nochmal kennenlernen und einfach merken, wie sehr die das fasziniert, das Ganze. Mhm. Und natürlich wollen sie es wissen, aber viele kommen auch und haben schon eigene Ideen. Und unsere Aufgabe ist einfach, wir lassen so. Mhm. Habt ihr Vorbilder? Also gibt es sowas wie Vorbilder auch in diesem Bereich der Mentalisten? Also ich ja. Die Mentalisten und Vorbilder auch, also Menschen, die wir mal kennenlernen durften, sind Tommy, Tin und Amelie, die jetzt auch großen Erfolg feiern. Sehr, 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 sehr nette, tolle Kollegen auch. Jan Forster auf jeden Fall. Also genau, auch genau. Jan Forster. Aber es ist halt immer trotzdem wichtig, seine eigene Note mit reinzubringen. Es ist seine eigene Show dann trotzdem noch mit zu kreieren. Und das probieren wir eben in diesem persönlichen, Teilen mit den Menschen. Nächster Auftritt, wo man euch vielleicht sehen kann, habt ihr gerade was geplant, wo wir einen Hinweis geben können? Wir haben jetzt in Briesk, ich weiß aber nicht, wie weit das von hier entfernt ist. Wir versuchen gerade in Berlin auch irgendwo ein Theater zu finden, wo wir spielen dürfen, unsere Show. Also das Ziel ist jetzt eigentlich in Berlin mal eine Show zu machen. Und dann nächstes Jahr mehr ringsrum, in die anderen Städte. Also, wenn ihr irgendwann mal in unserer Nähe seid,
also bin ich auf jeden Fall dabei. Großes Kompliment, Chapeau. Ich finde das wirklich sehr beeindruckend und finde das wirklich auch toll, wenn Menschen, junge Menschen einfach ihre Talente auch wirklich so wunderbar umsetzen. Irrsinnig sympathisch, total nett. Dankeschön. Also kommt gerne wieder. Jeder am liebsten jeden Tag. Ja. vor allem nächste Woche. Wir fanden es auch sehr schön. Also auch wirklich toll. Thomas und Vincent, zwei Mentalisten, die Sie auch im Internet finden können. Also machen Sie das ruhig mal. Toll, wirklich super. Spruch des Tages, auf den gucken wir jetzt nochmal. Wenn mein Körper nicht mehr kann, zieht mein Wille ihn hoch. Auch sehr mental. Und Ihnen da groß geschrieben? Zieht mein Wille ihn hoch? Nein. Also ich weiß ja nicht, welcher ihn gemeint ist, aber eigentlich, er wird immer klein geschrieben. Danke, danke, danke. Das war's für heute. Schönes Wochenende. Freue mich auf Montag, wenn wir uns wiedersehen. Vielen Dank für den Besuch. Danny, bis Montag. Ja. Yippie. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. Super. Ja, krass. Also.